Denn manchmal haben selbst die Völker in deutschen Landen aufeinander geschossen. Haben wir eigentlich heute Preußen da? Diese eindringliche, unverkennbare Stimme von Matthias Brade, mit der er sein Publikum vor neuen Kriegsgefahren warnte, und sein ebenso erfrischender Humor, mit dem er über viele Jahre zum Silvesterblasen im Schlosshof der Augustusburg die Preußen und Bayern aufs Korn nahm, ohne jemand zu nahe zu treten, in einer harmonischen Co-Moderation mit Birgit Lehmann als Mutter Anna an seiner Seite. Nun schaffe ich Preußen. Und der Vater im Himmel nahm Sand und Kiefern, ein paar Flüsschen, ein paar Seen und machte ein beschauliches Fischerdorf zur Residenz Berlin. Seid ihr zufrieden? Ja, ja, lieber Jörg, das kannst du so lassen, damit komm mal klar, wa? Diese Stimme von Matthias Brade ist für immer verstummt. Am 9. August verstarb Matthias Brade im Alter von 68 Jahren. 1950 erblickte er in Wallroda bei Dresden das Licht der Welt. Schon frühzeitig begeisterte er sich am Gesang mit der Gitarre seiner Mutter. Sein Geschick setzte sich fort in der Schulband, in der er mitwirkte. Bei einem Talentewettbewerb bei Heinz Quermann wurde er gefördert. Er wirkte mit an der Singegruppe Solidarität, die er selbst leitete. Er erlernte den Beruf eines Werkzeugmachers, widmete sich aber in einem privaten Gesangsstudium weiterhin der Musik. Beliebt war er bei den Kindern als Clown Matti. Beugt sich über das Wasser, will trinken, klickeklack. Und plumpst hinein, um Gottes Willen, die Ameise kann doch nicht schwimmen. Die rudert mit ihren kleinen Ärmchen und rudert. Fast wäre die Ameise ertrunken. Fast wäre die Ameise, um Gottes Willen, ertrunken. Da kam zum Glück aus dem Wald ein Täubchen geflogen. Gurr, 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 gurr. Und sein Gewehr legt an und will auf die Taube schießen. Das sieht die Ameise. Schnell läuft die Ameise hin zum Jäger. Klicke, die Klacke, die Klacke, die Klacke, die Klacke. Am Jägerschuh hoch, in die Jägerhose hinein und beißt ihn. Nein, die pullert dem an die Wade. Der konnte vor Schreck nicht mehr schießen. Die Taube, kurr, kurr, flog davon und war gerettet. So ein Glück. Als Barde unterhielt er seine Gäste im Schlosskeller Augustusburg. Soll denn mein Treu verloren gehen, kränkt mir mein Seel und quält. Ich hoff, sie soll's erfahren, schier, mein Sach soll werden gut. So manches Hochzeitspaar nahm seine guten Wünsche und Ratschläge mit in die Ehe. Na, seid ihr Comtessa, auch in Kürz an seiner Seite vermählet. Edler Baron, es wird eigentlich eine glückliche Stunde euch heimsuchen. Aber die Rolle als Kurfürst war seine Paraderolle, die er nicht nur spielte, sondern lebte. Viele Veranstaltungen in Augustusburg, Lichtenwalde und Oederan, so die Museumsnacht, die musikalischen Sommernachtsträume oder die Nacht im Kleinerzgebirge, belebten die Veranstaltungen durch die kurfürstliche Präferenz. Was Hieronymus Lotter der Baumeister in 4 Jahren schuf, wenngleich wir ihn vom Schlosse vertrieben, weil er nicht artig mit Geld zu händeln wusste. Horst Richelt weiß die Mitwirkung von Matthias Brade in so mancher Nacht im Kleinerzgebirge zu schätzen. Ja, da haben wir davon gehört, dass der Matthias Brade nicht mehr unter uns ist. Kleinerzgebirge und Matthias Brade in seinen vielen Rollen, auch vor allen Dingen als der August, der Vater August,
ist er fest verwurzelt im kleinen Erzgebirge. War immer dabei bei 75 Jahren kleinen Erzgebirge, bei den Jubiläen. Er hat Sonderhefte mit uns gemacht und viele, viele Veranstaltungen. Und als wir von dieser Nachricht gehört haben, waren wir alle bestürzt, weil da irgendwo auch ein ganzes Stück von uns gegangen ist, was zu uns gehört. Es wird ein Fest werden, voller Gaudium. In vielen Sendungen von Flöha TV wirkte Matthias Prade mit und bereicherte das Sendegeschehen durch eigene Ideen. Wenngleich die Botschaft gefällt uns wohl. Mach's gut, Matthias. Die Zusammenarbeit mit dir war eine Bereicherung und Freude zugleich. In unseren Sendungen und Herzen wirst du weiterleben.